Ein Bausatz für die Maus. Mad Cat's Red Pro X lässt sich aus einer Vielzahl an Komponenten zusammensetzen. Was die modulare Gaming-Maus wie einen Transformer aussehen lässt. Der Käufer hat die Wahl zwischen mehreren Laser- und Infrarotsensoren, die magnetisch befestigt werden. Gut gefallen haben uns die drei unterschiedlichen Handballenablagen, welche die Maus verlängern oder verkürzen. Zudem sind sie in beide Richtungen neigbar. Das linke Daumenstück ist ebenfalls austauschbar. Der Druckpunkt der oberen Tasten ist aber zu schwammig. Das rechte Seitenstück ist für den Claw- oder Palm-Grip- und Low-Sense-Spieler anpassbar. Toll gelöst ist das Scrollrad. Die Rasterung wird per Schraube eingestellt. Die Oberfläche kann ausgetauscht werden und die analoge Aufhängung eignet sich für Schubdüsen in Weltraumspielen. Die sehr gute, weil justierbare Ergonomie hat aber ihren Preis. Mad Cats verlangt 200 € für die Red Pro X.